In diesem Video wollen wir dir unsere Game Engineering Ausbildung vorstellen. Die Ausbildung im Bereich Game Engineering dauert an der School for Games 2 Jahre in Vollzeit. Dabei werden Technologien und Dozenten aus der Praxis eingesetzt, ein Großteil der Dozenten kommt sogar direkt aus der Industrie. Außerdem wird in jedem Semester ein Spieleprojekt in Teams entwickelt. Die Inhalte der Ausbildung umfassen Game Programming, Engine Development, Programming Tools und Game Mathematics und Physics. Tools, die hierbei zum Einsatz kommen, sind beispielsweise die Unity Engine, die Unreal Engine oder Microsoft Visual Studio. Nun zu ein paar Eindrücken aus erster Hand. Im Game Engineering Studiengang wird die Programmierung vermittelt, speziell für die Spielindustrie. Und das geht los bei Grundlagen der Mathe und der Physik bis hin zu fortschreitenden Themen wie Netzwerk, Datenbanken, Webserver aufsetzen und so weiter. Ein Game Engineer haucht dem Spiel Leben ein, er setzt die Spielmechaniken um und programmiert das gesamte Spiel. Allerdings im Gegensatz zu einem Programmierer, wie man ihn aus der Informatik kennt, geht es nicht nur darum, klare Vorgaben 1:1 umzusetzen, sondern er ist auch ausgebildet genug, um fachlich versiert mit Game Designer zu diskutieren und kreativ am Prozess mitzuarbeiten. Wir arbeiten sehr eng mit der Industrie zusammen. Eine Anforderung an alle unsere Dozenten ist, dass sie direkt in der Industrie tätig sind, damit niemand nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern die Sachen vermittelt, von denen er sich sicher ist, dass sie auch nötig sind. Wir orientieren uns aber auch sehr genau am Arbeitsmarkt und schauen auch auf die Situation und Bedürfnisse unserer Bewerber. Beispielsweise bieten wir eben keinen Programmier-, sondern einen Engineering-Kurs an, der sehr viel mehr pragmatische Inhalte enthält, die Programmierung nicht vernachlässigt, aber eben auch sehr viel mehr auf grafische Tools eingeht, die heute sehr verbreitet sind und auf die Sachen, die die Spieleprogrammierung von der reinen Anwendungsprogrammierung unterscheiden. Wer sich vor dem Studium schon mal auf das Thema vorbereiten möchte, dem empfehle ich, sich Tools wie Unity oder Unreal anzusehen, für die es viele Tutorials im Netz gibt und die heutzutage die Platzhirsche eigentlich sind in dem Themengebiet. Wer sich mit den Tools schon mal etwas auskennt, der hat schon mal einen guten Vorsprung für den Beginn. Nichtsdestotrotz sollte man die reine Programmierung nicht vernachlässigen. Es gibt auch gute Tutorials zu Themen wie C# oder C++, den beiden Sprachen, die auch in Unity und Unreal verwendet werden. Und es kann nicht schaden, auch da schon mal reingesehen zu haben. Denn selbst wenn man nachher nicht direkt als Programmierer arbeiten möchte, schadet es nie, das Grundverständnis dafür zu haben und man stellt sich kein Bein damit. Die Ausbildung zielt darauf ab, die Leute direkt als Junior-Programmierer in bestehende Firmen reinzubringen. Wer bereits vorher Erfahrungen in einem Informatikstudium oder Ähnlichem gesammelt hat, kann auch Chancen haben, in kleinere Teams einzusteigen, eigene Projekte zu starten oder vielleicht in höherer Position in Firmen angenommen zu werden. Im ersten Semester war bei uns im Semesterprojekt nicht klar, wer das Programmieren übernimmt. Und da ich schon Vorkenntnisse im Programmieren mir angeeignet habe, habe ich mich dann entschlossen, das Programmieren zu übernehmen. Ich bin leidenschaftlicher Zocker, habe eigentlich schon sehr früh angefangen zu spielen, habe die Leidenschaft entdeckt, da war aber immer mehr dahinter. Also mich hat mehr interessiert, okay, wie designt man etwas, wie programmiert man etwas. Und so bin ich auf der Einstiegsmesse dann zu dieser Schule gekommen und dann war relativ schnell klar für mich, okay, hier muss ich hin, hier muss ich meine Ausbildung machen. Das hängt vom Semester ab. Im ersten Semester lernen wir die Basics kennen, lernen die Arbeitsumgebung kennen, mit welchen Tools wir arbeiten, lernen die verschiedenen Programmiersprachen kennen zum großen Teil. Und im zweiten Semester lernen wir dann die Patterns kennen, welche Patterns es gibt. Und jetzt im dritten Semester haben wir Netzwerkprogrammierung und Datenbank. Meine Lehrer kommen aus der Games-Industrie, arbeiten dort regulär und nehmen sich dann für uns einen Tag frei, kommen in die Schule und lernen und bringen uns das bei, was sie täglich anwenden. Somit haben wir auch eine Verbindung zu der Games-Industrie. Ich bin in der Projektarbeit der Programmierer. Das heißt, ich übernehme das Konzept vom Game Designer, schaue mir das an, übersetze es sozusagen in Code und mache die Game Logic, dass der Spieler sich zum Beispiel bewegen kann, dass er Collectibles einsammeln kann und alles, womit der Spieler interagieren kann. Natürlich nicht nur das, sondern auch den Hintergrund, die laufenden Prozesse und dafür bin ich verantwortlich. Ich bin ja jetzt im dritten Semester, das heißt, für mich steht das Praktikum vor der Tür.
Das ist die erste berufliche Wegweise. Danach möchte ich auf jeden Fall erst in den Indie-Studios anfangen, dort meine praktischen Erfahrungen sammeln und dann in die größeren Studios gehen. Natürlich bin ich nicht abgeneigt, von Anfang an in die größeren Studios zu gehen, bloß ich halte es für sehr realistisch, als erstes in einem kleinen Studio anzufangen. Für weitere Informationen besuche doch einfach unsere Website www.schoolforgames.net. Falls du dich für eine andere Ausbildung an der School for Games interessierst, klicke jetzt einfach eine der anderen Ausbildungsgänge an. Hast du inzwischen genug Interesse gesammelt und möchtest wissen, wie du dich bei uns bewirbst, klick einfach auf Wie bewerbe ich mich? Wir freuen uns über dein Interesse und sagen hoffentlich bis bald.